Eine PV-Anlage bringt viele Vorteile mit sich. Man wird zum eigenen Stromproduzenten und kann seinen direkten erzeugten Strom selber verbrauchen. Dadurch muss weniger Strom aus dem Netz bezogen werden. Das spart nicht nur Energiekosten, sondern auch Netzkosten und andere Abgaben. Eine Möglichkeit ist auch, seinen überschüssigen Strom in eine Speicherbatterie zu laden. Die Batterie speichert den Strom, den Sie gerade nicht benötigen, und stellt ihn zu einem späteren Zeitpunkt wieder zur Verfügung. Es gibt verschiedene Arten von Speicher. Meistens sind diese ausgelegt aufs Tagesspeicher, das heißt am Tag befüllen, abends und in der Nacht verbrauchen. Also herausgenommen wird dann ein Teil der Energie am Morgen, da die PV-Anlage noch nicht so viel Strom liefert, um den kompletten Verbrauch im Haushalt abzudecken. Tagsüber produziert die PV-Anlage den meisten Sonnenstrom. In den meisten Fällen ist tagsüber niemand zu Hause und somit kann der überschüssige Strom gespeichert werden. Am Abend ist der Stromverbrauch am Höhepunkt, während die PV-Anlage noch keinen Strom mehr liefert. Jetzt wird ein Teil des Stroms vom Speicher verwendet, um den Bedarf im Haushalt abzudecken.